Wenn die mir was anhaben, wenn ich wieder drin bin? Geil. Achso. Der kriegt aber nur ins Gesicht von mir. Ja, dezent viele. Mann, ich spreng mich schon wieder zum vierten Mal oder so in die Luft. Ne? So unfassbar. Aber wie kommen wir jetzt da ran? Entweder kommen wir oben lang. Ja, mach mal hier und dann kann ich darüber springen. Vielleicht mit Schwung? Ach, Alter! Ade. Ist bescheiden. Könnte ich mir vorstellen, von so aus. Es geht halt aber schon gut. Bergab. Na, fast! Nee, das wird nichts. Ja. Du solltest. Na gut. Na gut, dann kriegen wir es halt nicht. Ist jetzt auch nicht so schlimm. 100% machen wir eh nicht. Vorsichtig, oh! Es ist nicht schön, aufgespießt zu werden. Ernsthaft. Ist der da hinten schon mal kaputt, ja. Nee, schon richtig, dass du dich darüber schwingen musst. Hä? Na wow. Nee, so nicht. Oh, ey, wieso weht dich aus? Zu doof zum Schwingen. Schwingen, schwingen. Auf ein neues. Wir haben Zeit. Ja, was ist das? So, rüber, rüber. Hä? Ja, das ist doch aber witzlos. Da sollte ich nicht drauf gehen. Okay, doch. Ach so, ich muss da unten rein. Ah, okay. Nee, hä? Nee, du musst mit deinem Brimmstrahl. Ach so. Strahl da. Ja, okay. Ah, okay. Warte mal. Ich warte. Fackel, was war jetzt nochmal Fackel? Da war Fackel. Ich habe aber auch alles mitgenommen. Ja. Wenn ich mir die Brücke so ansehe, sollten wir uns beeilen. Oh ja, sollten wir. Okay. Na super. Ja, um das halt wahrscheinlich nur zu bekommen. Also. Ja. Komplett. Hier muss man noch irgendwo rauskommen. Interessant, dass die Krokodile so langsam sind. So. Ja, mein Gott. Dann haben wir das da hinten halt nicht. So, das Thema Weg wäre geklärt. Gut. Wäre das? Ich wollte die Dingens haben. Okay. Also manchmal ist es auch schwer einzuschätzen, dass es, weil es halt so diese Top-Down-Perspektive ist, wie weit ist man überhaupt gesprungen? Hey, da hat ein Böller in der Hand. Also ein Knödel. Hey, ich kann auch explodieren. Oh, schade. Ja. Oh. Er wollte nicht.
Los mit dir. Alter, die halten aber schon viel aus, ne? Die allen Krokodilen jetzt bis dahin. So. Und hoch. Aber dieser Strahl. Okay. Das dürfte ein Spaziergang werden. Bon. Okay, schwimmen wir eine Runde. Wir werden halt nur von Krokodils verfolgt und alles, aber hey. Was zum Fick? Seeigel. Okay. Was war das denn gerade für ein High-End-Schuss? So. Doppelt hält besser. Dann können wir da noch ein bisschen Muni mitnehmen. Dann nehmen wir. Au. Den Typen nochmal auf vorn. Nee, da geht's nicht weiter. Noch nicht zumindest. Da wird nochmal jeder Edelstein mit dir genommen. Da habe ich meinen. Naja. Mein Bzzz. So. Und da drüben. Von da aus irgendwie rüberspringen. Hm. Oder? Warte mal. Ja, okay, doch. Wahrscheinlich musst du mich auf deinen Buckel lassen und drüber springen lassen. Ja, das kann sein. Er wollte sich da schon hier festhalten. Aber die kleben manchmal sich auch fest an den Stellen. Nö. Vielleicht von der. Vom Plateau hier aus? In der Hoffnung, dass es halt so vielleicht funktioniert. Madame Krüppel! Alter! Ohne Mist, ne? Ja. Jawoll. So, zack. Es wäre nicht so schwierig gewesen wahrscheinlich. Ja. Guck dir da drüben an. Mhm. Ja. Wir hätten hier einfach. Du hättest rübergehen müssen, das hier drauf und dann hätte ich drüber springen können. Okay. Du bist halt da drunter gegangen. Ja. Also. Nee. Wäre zu einfach. Wir haben viel stylischer gelöst. Mit dem Bällchen. Ey, da drüben ist dann. Da ist auch noch was. Ich kann es halt nicht anzünden. Nee, weil ich der Fackelläufer bin. Bronze-Herausforderung. Die müssen wir schwingen. Und mich dann rüberziehen. Dass die halt den überhaupt halten kann vom Gewicht her. Ne? Vor allem, wenn er sich so voll in die Seile lehnt. So. Ja. Hm? Okay, das war zu weit an der Wand. Naja. Auch. Na gut, egal. Ernsthaft. Okay. Dann halt so. Ist halt echt so. Also wir machen es teilweise echt komplizierter, als es überhaupt ist. Alles eine Frage des richtigen Timings. Oh wow. Wir müssen weiter, egal wie riskant es auch sein mag. Nee. Mit Bällchen. Oha. Das wird ein Pain in the ass. Ja. Hm, geht Bällchen kaputt? Weiß ich nicht. Nö, nee, wird nur hochge. Wird nur hochge. Dingensbummens.
Hm. Gottes Willen. Okay. Das. So. Also Bällchen kannst da. Wenn. Achso. Ich hab's. Das war knapp. Das war alles so geplant, ne? Es rollt aber runter. Frage ist halt, müssen wir jetzt weiter mit dem Bällchen oder nicht? Ich würde sagen. Also ich kann meine Dingens. 3, 2, 1, hopp. Gut. Das Bällchen müsstest du auf da, wo ich die. Ja. Das war ungewollt. Das hoffe ich für dich. 3, 2, 1, hopp. Wir sind fast da, aber das Wasser steigt. Gut. Kannst du das machen? Mhm. Jetzt musst du das Bällchen rüberspringen. Ja, gut. Ja, fast. Ja. Hm. Frage ist halt auch wirklich. Nee, kannst du das Bällchen nicht jetzt einfach da einfach hochspringen? Stimmt eigentlich. Ich finde das auch gut, das Bällchen aus Gold einfach. Ja, einfach mal schwimmt, ne? Vielleicht ist es auch ein Bug. Weil guck mal, wenn ich von dieser Platte runtergehe, passiert halt auch nichts. Ich denke, man sollte wahrscheinlich eher die Säule da hochgehen. Vielleicht brauchen wir das, hätte das Bällchen da drauf. Ja, genau, da drauf. Und da wir jetzt vielleicht einen Back oder sonst ja, irgendwas da haben, dass er halt unten bleibt. Okay. Du könntest dich mir ganz gut vorstellen. Ja, das klingt. Dass es halt wirklich als Checkpoint ist. Durch! Als Checkpoint gedacht ist. Ach, warte mal. Normalerweise müsstest du auf dem Bällchen stehen können. Ich weiß nur gerade nicht, wie sie da hochgeklettert ist. So. 3, 2, 1. So. Das Fragment von Osiris. Okay, wir haben uns viel zu viel Gedanken gemacht. Ja. Ja, aber normalerweise braucht man ein Bällchen halt immer irgendwie. Und ja, gut. Jetzt haben wir es halt mal nicht gebraucht. Aber ich denke mal, das war halt wirklich wieder, weil Lara Croft Teil einmal, jetzt Osiris und Temple of Light. Wie der hieß, der andere Teil, die waren ja nicht wirklich so 100% bugfrei. Dass das wahrscheinlich wirklich einfach nur der Shortcut ist, wenn er halt runterfällt, dass das Bällchen da oben drauf bleibt, wo ich halt gestanden habe. Dass er da nicht immer halt die ganze Zeit hinrennen muss oder sowas. Nee, das Vieh lebt noch, Schatz. Achso, das war halt grün auf grün, das habe ich so null gesehen. Ja gut, deswegen sitzt man ja auch gefühlt vorm Fernseher. Ja. Hilft das? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich glaube hier auf jeden Fall schön einmal Punkte. Und ein Golden. Hier kannst du deine Muni aufladen noch. Ja, warte. Achso, warte, ich glaube ich weiß. Achso, da, um die Speere da wegzumachen. Glaub's. So. Ja. Ja. Jawohl. Wir wissen gut. Die Sachen da drin nicht haben. So. Wir haben noch, jetzt haben wir einen Schädel so verpasst, ne? Ein oder zwei, glaube ich. Na, ist ja nicht schlimm. So, dann gehen wir mal weiter. Einmal. Hallo. Muli mitnehmen.
in den Eimer da oben. Noch vollfüllen. Frage ist halt, sollen wir da schon lang? Boah, macht die Munition erhöht. Okay. Ich sehe nicht, wo ich bin. Da, okay.